Ja, hallo zusammen. Ihr habt es ja schon Facebook gehört von uns und Zwischenbrau. Die Schweiz hat es leider nicht geschafft. Sie haben gegen Frankreich einen Punkt geholt, aber es hat nicht gelangt zum Gewinnen. 1:1 gegen 10 Franzosinnen ab der 18. Minute. Alea, was ist dein Fazit dazu? Ja, also ich glaube, wenn man vor dem Turnier irgendjemand gesagt hätte, wir spielen unentschieden gegen Frankreich, hätte ich das sofort unterschrieben, mit Freude, und gesagt, ja, das nehmen wir sofort. Ich meine, die Schweiz hat noch nie können gewinnen gegen Frankreich. Frankreich gehört zu den Top 3 der Welt, das ist absolute Weltspitze. Wenn man das Spiel an und für sich anschaut, dann muss man sagen, es ist eigentlich eine riesige Leistung, die die Schweiz vollbracht hat. Natürlich, wenn man berücksichtigt, dass sie ab der 18. Minute eine Frau mehr auf dem Platz gewesen sind, wäre vielleicht mehr drinnen gelegen. Wäre sicher mehr drinnen gelegen. Das hat man jetzt auch am Schluss nochmal gesehen. Das, was dann schlussendlich wirklich zu dem Unentschieden geführt hat, ist meiner Meinung nach nicht zwingend gewesen. Auch wenn Frankreich phasenweise Druck gemacht hat, wirklich überzeugend sind, aber die Französin auch heute für mich aus meinen Augen nicht gewesen. Darum ist es sehr schade, dass vor allem gerade auch so Sport und dann auf die Art und Weise, wie der Ausgleich fällt, ist meiner Meinung nach bitter. Es hat das Schweizer Team meiner Meinung nach heute nicht verdient gehabt. Sie haben sehr leidenschaftlich gekämpft. Sie haben heute wirklich alles in die Waagschale geworfen. Was man ihnen vielleicht ein bisschen zum Vorwurf machen kann, dass sie in der zweiten Halbzeit oder im Verlauf der zweiten Halbzeit wirklich irgendwie so ein bisschen, wie das vorhin auch schon angesprochen worden ist, von der Nora Häuptli, der Zugriff in die Offensive, der hat irgendwo ein bisschen gefehlt. Also die Konter, die man hatte, und da hat man zum Teil gute Ausgangslagen gehabt, die hat man nicht können nutzen. Dort ist es zum Teil sehr unpräzise geworden oder zu überhastet auch. Man hat das gerade gesehen bei einer Caligaris, die dann reingekommen ist. Irgendwo ist dann doch ein bisschen Nervosität rumgewesen bei gewissen Spielerinnen. Man hat den Ball wieder ganz unnötig hergeschenkt, weil man viel zu überhastet agiert hat. Und das ist vielleicht so ein bisschen der einzige Vorwurf, den man am Schweizer Team heute machen kann. Alles in allem muss ich aber sagen, es war eine gute Leistung gewesen. Sie haben sich jetzt in diesem Turnier wirklich von Spiel zu Spiel können steigern. Sie haben heute gegen ganz einen grossen Namen im Frauenfußball können punkten, Drei von der fast Welt. sogar gewinnen. Also ich glaube, wir können stolz sein als Nation auf das Team und was sie heute auch geleistet haben und gezeigt haben. Meiner Meinung nach sehr, sehr bitter und sehr schade, dass man das jetzt so knapp nicht gelangt hat für die Viertelfinals. Mit der Leistung, die sie heute und auch gegen Island gezeigt haben, bin ich der Meinung, sie hätten verdient, zum Weiterkommen. Ja, jetzt ist es halt nicht so. Jetzt Ja, jetzt. ist halt die Frage, was macht man aus dem? Ja, bevor wir das sagen, also ich bin ganz klar auch der Meinung, dass wir denn das muss können weiterverarbeiten. Hat ja auch schon die Nationaltrainerin angesprochen. Aber ich will kurz auf die Haltung in der zweiten Halbzeit eingehen. Man hört auf zu pressen ab irgendeinem Punkt, ab der 55. Minute, 60. Was hätte das sollen? Vor allem, das ist etwa so dann, wenn es den ersten Wechsel gibt. Die Viola Caligaris kommt hier und anstatt dass es wieder stärker wird, wird man schwächer. Kannst du dir das ein bisschen erklären? Ist es nur Müdigkeit oder ist es auch eine gewisse Bequemlichkeit, wenn man halt schon seit fast einer Stunde führt? Ja, wie soll ich sagen? Man hat natürlich schon zwei ganze Spiele dabei innerhalb von einer Woche. Natürlich sind sich das die meisten Spielerinnen dem Modus nicht gewöhnt. Es ist eine ganz andere Belastung, auch psychisch, wo man hat das um ein Turnier. Aber man hat natürlich genug Qualität in den Reihen und auf dem Platz mit auch viel Erfahrung, wo nicht finde, da sollte man können drüber stehen. Da muss man wirklich einfach auf die Zähne beißen. Ramona Bachmann hat das meiner Meinung nach wieder zum Schluss hin sehr gut demonstriert. Da, ja, da gibt es halt einfach nur noch Kopf runter, durchbeißen, gehen, sich auf Deutsch gesagt auskotzen. Und das haben sie am Schluss dann wieder gezeigt, dass sie eigentlich in der Lage sie wären für das. Darum, ja. Kann es natürlich eine Mischung sein vor allem. Es kann eine Mischung sein, dass man irgendwo durch müde Beine hat, dass man irgendwie sich auch ein bisschen auf dieser Führung ausruht und weiss, hey, wir spielen mit jemandem mehr, wir ziehen uns jetzt ein bisschen zurück und so. Und also, ja, ich glaube nicht, dass das
oder meiner Meinung nach passiert das auf dem Platz nicht bewusst. Also man entscheidet sich nicht bewusst dafür, dass man sagt, so, jetzt lassen wir es ein bisschen einfacher angehen und machen nicht mehr so viel. Es ist sehr situationsabhängig. Die Französinnen haben aber auch angefangen, mehr Druck zu machen. Natürlich ist das ein Zusammenspiel, dass die Schweiz ihnen auch mehr Raum gelassen Ich hat. habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir Aber haben nie gemerkt, dass man nicht überzahlen ist. nein, das hat man wirklich nicht so recht gemerkt. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn 11 gegen 11 auf dem Platz gestanden wären über die ganze Spielzeit. Ja, es ist natürlich ein Vorteil für die Schweiz, dass sie mit einer Frau mehr können spielen. Das hat ihnen in Karten gespielt, ist vielleicht schlussendlich dann auch wirklich noch ausschlaggebend gewesen dafür, dass man über weite Strecken gut hat können mithalten. Nichtsdestotrotz haben sie eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Ja, es ist also typisch, dass eigentlich das Gegengol, das wir bekommen haben und das zum Ausgleich geführt hat, nicht aufgrund von der rückgezogenen Haltung, wo man so ein bisschen über gewisse Phasen, das hat ja eigentlich nicht wirklich aus dem Ja. resultiert. Es ist Reden wir ganz, ganz doch ein dummes gerade über Goal. das Goal. Meiner Meinung nach ist das auch eine Schwalbe in dem Moment vor dem Strafraum. Ich habe nicht das Gefühl, dass dann Maria Zanogorcevic die Spielerin berührt. Aber dort zwischen drei Schweizerinnen, wer lässt sich nicht fallen? Da muss man aber Ja. sagen, der Direktschuss, ja, das habe ich gedacht, dass der kommt. Kommt ein bisschen selten im Frauenfußball, warum auch immer. Vor allem, wenn die Goalie-Frauen ja eigentlich nicht so gut sind wie die Goalie-Männer. Das wissen wir. Sie sind kleiner, das Goal ist aber gleich gross. Aber Gael Thalmann darf das einfach nicht machen, oder? Ja, es ist ganz bitter, auch gerade für sie als Einzelspielerin. Sie hat in der ersten Halbzeit zwei, drei sehr gute Aktionen gehabt, wo sie hat können beweisen, wieso, dass es rechtfertigt, dass sie im zwischen den Pfosten steht, dass sie sehr viel Qualität besitzt, gerade auch auf der Linie sehr reaktionsschnell ist. Und dann ist es natürlich gerade für sie auch als Person, wie auch dann für die Mannschaft, sehr ärgerlich und sehr, sehr enttäuschend, dass gerade ihre, obwohl sie bis dahin eine solide Leistung gezeigt hat, Ja. nachher so etwas passiert. Ja, und da müssen wir ehrlich sein, es darf ihr nicht passieren. Auf dem Niveau, wo sie eigentlich spielt, darf man so einen Ball nicht reinlassen. Das ist das, wo vorhin auch angesprochen worden ist. Das ist Ja. natürlich das Los von einem Goalie, wo man hat. Man kann über 80, fast 90 Minuten hervorragend spielen und ist der beste Typ auf dem Platz oder die beste Frau. Und dann kann eine Aktion dazu führen, dass man nachher der Buhmann ist. Meiner Meinung nach darf man den Gael Thalmann jetzt nicht allein die Schuld geben daran. Die Schweiz hat es auch noch in den eigenen Füßen gehabt. Goal schießen wäre auch eine Option gegen 10. Wenn man mehr für die Offensive investiert hätte, hätte man auch können ein 2:0 suchen. Und wenn es 2:0 gekommen wäre, bin ich nicht sicher, ob die Französinnen dann wirklich nochmal zurückgekommen sind. Weil Wahrscheinlich man hat nicht in mehr. vielen Aktionen gesehen, dass sie sehr verzweifelt agiert haben, dass sie auch nicht so recht gewusst haben, was machen. Ihnen sind die Ideen ausgegangen. Ja, und darum ist es natürlich gerade noch bitterer. Ich bin der Meinung aber, das möchte ich auch noch kurz ansprechen, dass es nach dem Ausgleich eigentlich noch hätte sollen ein Penalty geben für die Ja, Schweiz. Geraldine Geraldine Reutler. Reuterlo, das Liebli ist irgendwo im Nirgendwo gewesen und wieso, dass das kein Penalty gibt, verstehe ich nicht. Ja. Dort bin ich auch wieder der Meinung, könnte man auch ein bisschen Kritik üben an den Unparteiischen. Wie auch schon beim Freistoß gegen die Schweiz. Und ich auch deiner Meinung bin und dir zustimme, ich würde jetzt das nicht zu 100% unterschreiben, dass das ein Foul war. Ja, ich habe das Gefühl, die Ja. Schiri-Leistung ist okay gewesen. Also zwei, drei Momente, die etwas komisch sind. Zwei, drei Mal ist das Trikot sehr festgezogen worden bei den Schweizerinnen. Also die Fankurve hat Freude gehabt. Die hat die Unterwäsche von der Mona Bachmann, von der Geraldine Reuter sicher gesehen. Ob ich dort eine Penalty pfiffen hätte, weiss ich jetzt selber auch nicht. Oder weil es läuft wohl, aber ja, es müsste eine Penalty sein. An dem ist es aber Ja, laut Reglement müsste es einer ganz sein, aber klar. eben, es ist Vor natürlich allem, wenn immer man vor im der Moment EM ja inne. noch gesagt hat, man soll extra auf das schauen, oder? Aber bleiben wir gerade bei der Geraldine Reutler. Hätte die vielleicht nicht mehr so kleiner ins Spiel kommen? Ja, das ist eben genau das, wo ich vielleicht auch ein bisschen Kritik könnte anbringen könnte
Wechselstrategie vom Schweizer Staff in der zweiten Halbzeit. Ich habe es sehr mutig gefunden, dass Viola Caligaris zu dem Zeitpunkt ins Spiel Ein hineinkommt. sehr Also ich mag unerfahrener sie, Spieler. natürlich von Geraldine Herzen Reutler gönnen, dass auch. sie zu Einsatzminuten kommt. Ist vielleicht in so einem Moment, wo du 1:0 führst, in so einem wichtigen Spiel, wo du merkst, dass deine Taktik, deine Defensivausrichtung nicht mehr ganz so funktioniert wie noch am Anfang und dass irgendwie ja, so, dass eine Verbindung muss schaffen zwischen Defensiv und Offensiv, damit es wirklich wieder gegen vorne etwas zum Laufen bringt. Gerade in dem Moment eine Spielerin wie Caligaris zu bringen, wo wirklich selten zu Einsatzminuten kommt in der Nationalmannschaft, auch in der Quali nicht und so. Ja, es ist sehr viel Risiko, wo Martina Voss-Tecklenburg da eingegangen ist. Es hat sich nicht so ganz ausgezahlt. Darum ja, meiner Meinung nach hätte Geraldine Reuterler früher so ein Spiel kommen. Sie ist eine, wo wie man auch gesehen hat, auch die Herrschern, die haben nochmal ein bisschen Gas gegeben, nochmal ein bisschen Feuer mitbringen. Sie sind natürlich frisch von der Bank gekommen, haben können Vollgas geben, haben noch Saft dabei gehabt und ja, ist wahrscheinlich ein bisschen zu spät gewesen. Kann man im Nachhinein natürlich immer relativ einfach sagen. Aber ja, ich glaube schon auch, dass Reuterler oder Herrschern mit einer früheren Einwechslung das Momentum vielleicht doch noch hätte können auf die Schweizer Ja, weil ich Seite das ziehen. Gefühl weiß, und jetzt zum nur das einfach noch zu ausbereiten. Die Wechselung von der Viola Caligaris heisst, wir wollen jetzt einfach dicht machen. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment muss die Schweiz doch sagen, hey, die sind 10, wir sind 11, die haben dahinter alle eine gelbe Karte, die sind alle müde, komm, wir bringen Tempo. Und dann kannst du, ich meine, das Glück von der Schweiz wäre ja auch gewesen, Ramona Bachmann fühlt sich in möglichst vielen Positionen wohl, oder? Und die kannst du auch hinten ziehen und dann kann sie perfekt die Zehnerposition, die Martina Moser bis dorthin ausführt, kann die doch super spielen. Dann mach doch das, zieh sie zurück und bring einen Stürmerin. Ob es jetzt Merit Dersun ist oder Geraldine Reutler oder sogar meinetwegen Fabienne Hund. Du hättest dann mehr Tempo wieder und wieder jemanden, der den Kampf sucht. Und dann holst du vielleicht noch zweite rote Karte. Und dann kannst du vielleicht wieder mal einen langen Ball spielen und dann wird er laufen, oder? Und das alles ist einfach nicht rum, weil die Viola Caligaris, und das war nicht gegen sie, aber die kommt zum in einem Radius von 15 Metern zu spielen. Und da geht sie weder Offensiv-Power hier, noch kann sie dann in den richtigen Moment defensiv noch mehr dazugeben, weil die Schweiz spielt ja eh schon mit 9 Frauen hinter ihr. Also macht es ja gar keinen Sinn. Ja, ich bin auch eigentlich überhaupt kein Verfechter davon, dass wenn man eine 1:0-Führung im Spiel hat, dass man einfach sagt, wir machen jetzt hinten dicht, weil ein 1:0, das ist nichts. Das ist so hauchdünn und es kippt so schnell und das haben wir genau gesehen. Es braucht eine einzige Aktion. Eine unnötige Aktion, die nachher zum Ausgleich führt und gerade in so einem Spiel, wo man weiß, man muss gewinnen, wenn man weiterkommen will. Gerade auch, weil die Österreicherinnen sehr eine überzeugende Leistung gegen Island auf den Platz gelegt haben. Da muss man gewinnen und da muss man, gerade auch wenn man jemand mehr auf dem Platz ist, da muss man das 2:0 suchen. Da pflichtet ja bei. Und ja, das wär Chance gewesen von den Schweizerinnen. Und ich bin auch der Meinung, dass das möglich gewesen wäre. Gerade auch wenn man, wie du gesagt hast, wenn man Ramona Bachmann zurückzieht, wenn man eine neue Stürmerin bringt und dann wirklich auch vorne wieder drauf geht, dass man Sachen provoziert, wie das Ramona Bachmann schon bei der ersten roten Karte gemacht hat, dass man wirklich dort auch die Zweikämpfe sucht, wie man schon weiß, okay, sie sind verwarnt, sie sind ein bisschen schwerfällig, weil sie auch müde werden, dass man dann dort vorne die Aktionen sucht und nicht versucht, über hinten raus zu spielen und irgendwie so den Moment zu kreieren, sondern dass man wirklich dort, wo es gefährlich ist und dort, wo es der Französin auch weh tut, dass man dort probiert, Spiel zu halten. Und das hat man natürlich mit dieser Wechselstrategie hat man das Momentum irgendwie ziemlich vergeben, ja. Jetzt noch ein letzter Kritikpunkt, bevor wir dann anfangen zu loben und uns freuen. Ich kann das nicht so. Ich bin zum Glück nie fußballerisch an dem Punkt gewesen, wo ich wirklich Druck verspürt habe im Shooter. Du kannst das schon viel besser. Wie erklärst du dir das, dass mit der Zeit, aber auch schon in der ersten Halbzeit, wieder so viel Fehlpass und so viel
unschöne Bälle gespielt worden sind von diesen Spielerinnen, die doch sonst so eher ballsicher sind. Das sehen wir in der Quali, haben wir das nicht gesehen, in der Freundschaftsspiel ist das selten. Aber jetzt extrem viel Pass, man kommt einer in den Sinn von der Ramona Bachmann, macht sie alles richtig und dann geht sie einen extrem, ja, ich sage es jetzt, beschissenen Ball nach rechts, wo gar nichts ist. Von Teig Bagun hat nie erlaufen können. Denn, weil, also mal, aber das war viel zu kurz gewesen. Viel so Bälle haben wir gesehen. Wie kommt das im Spiel? Wie fühlt sich denn eine Spielerin, wenn sie weiß, oh, jetzt muss jeder Pass setzen? Ja, es ist natürlich eine ganz schwierige Situation, wenn man merkt, okay, ich muss jetzt und es gibt keinen Ausweg. Und gerade auch so ein Spiel, wie wir heute gesehen haben, wenn man dann doch eigentlich auch ein bisschen wieder erwartet, obwohl man vor dem Spiel gesagt hat, es ist alles oder nichts, aber gleich hat man eigentlich auch nicht so recht können erwarten, dass die Schweiz so lange in Führung ist. Also bei allem Optimismus ist das eher unwahrscheinlich gewesen vor dem Spiel. Und dann zeigt man so etwas. Und je länger das Zeit läuft, umso nervöser wird man auch. Weil man weiß natürlich, man ist sehr nah dran. Man muss nur noch über die Zeit bringen. Das 1 zu 0. Und dann ist natürlich eben, wie du vorhin gesagt hast, ganz viel Druck rum. Und sobald Druck rum ist, fängt man an überlegen auf dem Platz. Dann fängt man sich an Gedanken machen. Man fängt sich an Gedanken machen, okay, der Ball muss jetzt dort hin und sobald du zu viel überleihst auf dem Platz, passieren eben genauso Sachen. Du überleihst zu viel, du verpasst den richtigen Moment fürs Abspiel, du überleihst zu viel, du konzentrierst dich nicht darauf, dass deine Vorstellung richtig ist und dass dann die Bälle auch ankommen und dann passiert genau das, wo wir jetzt auch hier wieder sehen, dass dann Bälle völlig unerklärlicherweise irgendwo ins Nirgendwo gehen. Nicht ankommen, unsauber getroffen werden, Stoppfehler passieren, technische Fehler, die einem sonst im Training oder in einer Situation, wo man nicht unter Druck ist, nie würden unterlaufen. Aber genau das, ja, genau das ist das, was die Schweiz auch lernen, oder? Ich meine, es ist erst das zweite große Turnier, wo sie dabei gewesen sind. Sie sind, was das anbelangt, noch sehr unerfahrene Mannschaft. Und ja, und das ist natürlich Lehrgeld, wo sie jetzt zahlen dafür, dass sie da noch nicht so viel Erfahrung haben. Und wenn sie es schaffen, um das irgendwo mitnehmen und sagen, okay, jetzt langsam wissen wir, wie es sich anfühlt, wenn wir unter Druck agieren müssen, wenn wir Leistung liefern und zwar auf den Punkt. Ich meine, in einer Qualifikation ist es noch mal etwas anderes, weil sich das über eine lange Zeitspanne hinzieht. Aber an so einer Endrunde ist es, du musst wirklich auf den Punkt deine Leistung können abrufen. Und das ist etwas, was jetzt natürlich, ja, heute haben sie einen bitteren Lohn dafür gezahlt, dass das zum Teil in gewissen Situationen nicht haben können. Und doch ist das genau das, da muss man durch. Und das ist auch der Grundstein, dass es in Zukunft besser kann werden. Was denkst du, jetzt im September fährt die Qualifikation neu an und die Schweiz wird wieder Favoritenrolle müssen hinein. Wird ihnen das besser bekommen? Und während du das sagst und ich da schnell etwas einstecke, sieht es ein bisschen blöd aus bei mir, aber mach du weiter. Ja, also jetzt an dieser EM ist man ja nicht unbedingt mit einer Favoritenrolle im Sinne von, dass man den Gruppensieg anstrebt, aber doch auch mit einer gewissen Art von Favoritenrolle im Sinne von, dass man das Potenzial hat, um die Viertelfinale zu erreichen, dass es ganz klar auch als Ziel definiert worden ist, dass man das erreicht, dass man den zweiten Platz in dieser Gruppe unbedingt will. Ja, die Schweizer Mannschaft hat sich ein bisschen an das gewöhnen. Sie haben sich können an die Medienaufmerksamkeit gewöhnen jetzt an dem Turnier, was ich sehr positiv finde. Gerade auch, dass unsere Schweizer Frauen-Nazi so viel Aufmerksamkeit geschenkt worden ist, weil meiner Meinung nach haben sie das absolut verdient. Durchaus. Und das hat man gerade auch in einem Spiel wie heute gesehen, dass sie das verdient haben. Ich hoffe, es geht auch so Ich weiter. muss zwar Und sagen, darum glaube ich, da bin ich zwiegespalten. Auf der einen Seite will ich mehr Aufmerksamkeit, auf der anderen Seite will ich alleine sein in diesem Mix. Und es ist ein bisschen angenehmer zum Interviews machen, wenn wir alleine sind. Aber sorry, dass ich dich unterbrochen habe. nein, das ist schon gut. Ja, aber jetzt zurück zu deiner Frage. Ja, die WM-Quali steht jetzt schon an. Sie ist nicht mehr lang. Im September geht es schon los. Darum ist es meiner Meinung nach sehr, sehr gut, dass jetzt in dieser EM eine gewisse Art von Druck rum war und auch eine gewisse Erwartungshaltung rum war. Weil die wird jetzt in der WM-Quali genau wieder rum sein. Man hat sich jetzt zweimal in Folge für ein grosses Turnier
können qualifizieren. Man hat jetzt gerade auch in der EM-Quali gesehen, wie dominant dass man das Ziel erreicht hat. Und darum wird auch das ganz klare Ziel sein, dass man sich für die nächste WM qualifiziert. Jetzt gilt es natürlich, wie das Martina Voss Tecklenburg vorhin auch gesagt hat in ihrem Interview, jetzt gilt es natürlich, irgendwie den Fokus so schnell wie möglich auf das nächste Ziel zu richten. Ist im Moment mega schwierig, gerade auch für die Spielerinnen, weil du so in dem Moment drin bist und in den Emotionen, wo so ein Spiel und so ein Ausscheiden, so ein Turnier mit sich bringt. Aber das ist jetzt das nächste Ziel. Die Favoritenrolle, die sie dort werden haben, denke ich, wird ihnen nicht schlecht bekommen, weil sie jetzt ein bisschen haben können an dem üben, sie haben auch können meiner Meinung nach an dem wachsen. Man hat jetzt am Schluss ganz ein anderes Team gesehen, wie noch letzte Woche am Dienstag in der ersten Halbzeit gegen Österreich. Sie haben bewiesen, dass sie als Team können wachsen, dass sie können zusammenrücken können, dass sie gerade auch so Attribute wie Leidenschaft, Kampfgeist auf den Platz können bringen. Und das wird ganz extrem wichtig sein und zentral sein jetzt für die nächste WM-Quali. Ja, auch für die Zukunft. Zuerst mal, wenn wir zwei einander auf die Schulter klopfen. Wir haben das letzte Mal gesagt, die Schweiz hat eigentlich viel mehr Spielerinnen, um in einem 4-3-3 zu spielen. Das wäre viel das bessere Spielsystem für die Schweiz. Hoffentlich hat die Trainerin das jetzt auch also sich aufgeschrieben, nicht nur für heute. Aber heute hat das auch stabiler ausgesehen und recht gut eigentlich. Bis zu dem Gegengol und auch nach dem Gegengol. 4-3-3 ist das auch etwas für die Zukunft. Ja, ich sage ganz klar ja dazu, weil heute hat man natürlich auch gesehen, dass das gegen einen Gegner von dieser Klasse, auch wenn natürlich Frankreich nicht all das gezeigt hat, was sie eigentlich könnten, trotzdem ist es eine Mannschaft mit ganz viel Klasse und man hat heute gesehen, wie gut dass das Spielsystem funktioniert. Natürlich ist es am Schluss nicht mehr ganz so das Wahre gewesen, der Offensive, weil irgendwo auch Kräfte nicht mehr da sind, um wirklich jeden Konter dann auch super ausspielen. Aber es ist doch sehr ein stabiles System, wo eben auch gerade in der Offensive viel Raum lässt für die kreativen Offensivspielerinnen, die wir haben. Darum, ja, wenn ich könnte entscheiden könnte, in welchem System dass sie weiterspielen, dann ist es absolut das. Ich nehme an, du bist gleicher Meinung wie Ja, für mich. ich. Ich bin gespannt, aber ich fände es schön, wenn die Schweiz so weiterspielen und dem System treu bleiben. Denke, also ist die bessere und stabilere Lösung, vor allem weil unsere Spielerinnen wandelfähig sind und recht gut können von außen reinziehen und von innen nach außen und sich auch abwechseln beim Ball verteilen bei der offensiveren Rolle. In dem 4-3-3 hat man auch gut gesehen mit der Martina Moser und der Cinzia Zinder. Die haben recht gut ausgesehen. Das Einzige, was ich mir wünsche für das, ist, dass man noch eine linke Flügelstürmerin findet. Das wäre entweder dadurch, dass man rechte Außenverteidigerin findet, was wir ja nur eine haben, die ja auch noch adaptiert ist. Und Anna-Maria Crnogorcevic in den Sturm können ziehen. Das ist ja eigentlich ihre Position. Als linke Stürmerin gesagt, ich sei gut in der Nazi mit ihrem rechten Fuß, da kann sie gut einziehen. Und sonst, ich denke, mit der Lara Dickmann und der Ramona Bachmann über links verlieren wir ein bisschen etwas, auch im Zentrum. Also, ich würde mir wünschen, dass wir ein 4-3-3 haben, mit einer richtigen linken Stürmerin. Rechts sind wir gut bedient mit der Essio Saic-Pugun. Und dass wir dann können sagen können, wir spielen manchmal mit einer richtigen Stürmerin, Fabienne Hummel, Geraldine Reutler, manchmal aber auch mit falscher Neun, oder? Und dann spielt dort halt Meriam Tershun oder Ramona Bachmann ziemlich sicher. Jetzt haben wir zwei Sachen für die Zukunft ab. Die Einstellung, das Spielsystem. Das SFV darf uns gerne anstellen als Trainer. Martina Voss Tecklenburg macht das sicher besser als ich, vielleicht nicht besser als du. Wer weiß, mag ja noch kommen. Doch, doch, ich glaube schon. Die letzte Sache, wir haben ein sehr junges Team auf gewisser Ebene. Heute haben wir gesehen, viele U20-Spielerinnen. Aber wir haben auch ältere Spielerinnen, die jetzt an dieser EM nicht immer sehr glücklich ausgesehen haben. Nicht von ihrer Leistung her, einfach vom Auftreten, vom Spirit, den sie abgegeben haben. Wir haben die ganze Captain-Kontroverse gehabt. Lara Dickmann heute wieder Captain gesehen. Und wir haben mit der Martina Moser und der Caroline Abbey auch zwei, die zurück in die Schweiz wechseln. Zwei Veteraninnen, wenn man dem sagen will.
Hast du das Gefühl, wir sehen irgendwelche Abgänge jetzt nach dem Turnier? Ich bin gespannt drauf. Mein Gefühl sagt mir, dass wir den einen oder anderen Abgang werden haben jetzt nach dieser EM, gerade auch bei den älteren Spielerinnen. Ich möchte nichts verschreien, weil ich nichts sicher weiß und auch kein Gerücht möchte in die Welt setzen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt nach dieser EM doch ein, zwei Abgänge wird geben in dem Team. Das ist ja nach der WM schon so gewesen. Es ist natürlich immer sehr eine große Motivation, so ein Turnier nochmal zu spielen. Und gerade auch, wenn man vielleicht in einem gewissen Alter ist, wenn man um die 30 herum ist und gerade auch vielleicht so ein bisschen die Karriere eher am Ausklingen lassen ist, wenn man von der Bundesliga zurück in die Schweiz geht und auch irgendwo vielleicht mit dem Hintergedanken, okay, ich spiele noch ein paar Jahre und dann ist es gut und dann möchte ich wieder in der Schweiz sein und da dann irgendwo ein anderes Leben aufbauen, in beruflicher Hinsicht. Ja, dann kann es natürlich schon sein, dass gerade nach so einem grossen Anlass, dass dann irgendwo die Motivation vielleicht auch ein bisschen fehlt, zum dranbleiben und zum sagen, hey, erst in 2 Jahren wäre der nächste grosse Anlass. Und ja, es braucht natürlich, es ist sehr zeitaufwendig, wenn man im Nationalteam ist. All die Zusammenzüge, jetzt gerade auch ein Quali spielen und ob denn da die Motivation nach so langer Zeit, wo man schon dabei ist, noch oben ist, das ist ein bisschen fraglich. Und darum bin ich schon der Meinung, dass vielleicht zwei, drei werden sagen, so, es ist eine super Zeit gewesen, wir sind froh, haben wir die EM noch miterleben können und jetzt ist es auch gut für uns. Die WM. Ich bin gespannt darauf, wer das könnte sein und ob es wirklich eintrifft. Vielleicht täusche ich mich auch und das Team wird so weiter bestehen. Ich bin gespannt, was in den nächsten 1, 2 Wochen wird passieren, ob wir da schon irgendwelche Mutationen werden mitverfolgen können. Ja, ich bin gespannt, aber schon auch der Meinung, dass es wahrscheinlich 1, 2 Abgänge wird Bei geben. wem würde es dir denn am meisten wehtun, wenn sie würde sagen, ich weggehe? Also momentan würde es mir natürlich bei Lara Dickmann am meisten Geht wehtun. mir gleich. Das ist ganz klar der Fall. Obwohl ich wäre nicht wirklich daran glaube, dass es jetzt den Rücktritt gibt, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Gut, eine Nationalmannschaft und Lara Dickmann ist auch irgendwo durchaus schwer vorstellbar, zumindest aus meiner Sicht. Aber Bären würde es mir sicher am meisten wehtun, weil man hat jetzt auch in dieser EM wieder gesehen, dass sie, obwohl sie eine von den ältesten Spielerinnen ist, obwohl sie am längsten dabei ist, doch noch genau das mitbringt, was eben braucht. Sie hat so viel Erfahrung, aber eben nicht nur Erfahrung, sondern sie ist ein Vorbild. Sie geht voran, auch in so einem Spiel wie heute. Sie ist eine, die dann kämpft und wo auch junge Spielerinnen kann mitreißen. Gerade auch am Samstag gegen Island hat man gesehen, sie ist immer wieder gut für entscheidende Szenen, wie der Ausgleich kurz vor der Pause, wo eminent wichtig sie ist. Darum, sie würde ich schmerzlich vermissen, auch ihre ganze Kreativität, die sie mitbringt. Und ja, Ja. das wäre, würde es mir sicher am Ich meisten wehtun. unterschreibe es vor allem jetzt, wo sie endlich Captain ist. Sollte sie ja nicht gehen. Zum Schluss werden wir wirklich Leute finden, wo dann gewisse Positionen können, ausfüllen können. Wie gefällt dir die Schweizer Bank? Hast du das Gefühl, die ist gut? Ich meine, wir haben auch einen Floriana Ismaili hergeschickt. Wir haben einen Riana Fischer, der nie aufgeboten wird. Wir haben gute U19-Spielerinnen, die kommen. Hast du das Gefühl, selbst mit Abgängen müssen wir uns keine Sorgen machen? Nein, wir müssen uns definitiv keine Sorgen machen, weil momentan sind wir an einem Punkt, wo man langsam, wo die Nachwuchsarbeit, wo man betätigt, wo langsam greift, das greift. Man sieht, es kommen junge Spielerinnen an, wie eine Geraldine Reuter, Miriam Tersch, wo auch nicht wirklich ein alter Hase ist. Gerade auch wenn man auf die Bank schaut, hat es doch viele junge Gesichter drin. Wir haben gerade auch in einer U19 sehr talentierte Spielerinnen, die nachkommen. Ja, darum mache ich mir überhaupt keine Sorgen für den weiteren Verlauf dieser Nationalmannschaft. Auch wenn wir zwangsläufig in der nächsten Zeit wahrscheinlich den einen oder anderen Abgang altersbedingt auch werden haben. Aber da kommt so viel Potenzial von unten rauf. Ja, und das wird natürlich dann eine Herausforderung auch für den ganzen Staff sein, um die jungen Spielerinnen können zu integrieren in das Team. Dass sie können profitieren von den älteren Spielerinnen, von der Erfahrung, aber dass auch sie am Team gute und wichtige und neue Inputs geben. Einfach auch, weil sie eine andere Ausbildung genossen haben, vielleicht auch, weil sie andere Spielertypen sind, weil sie neue Wind reinbringen. Ja, also ich glaube, die Mischung
wo wir da momentan haben, an erfahrenen und jungen, talentierten Spielerinnen, die nachkommen, ja, besser kann man es eigentlich nicht haben. Ja, ich sehe das auch so. Ich habe das Gefühl, wir haben ein sehr gutes Team. Und ich habe jetzt zwei, drei Mal dürfen zuschauen, wie du 17 trainiert, wie du 19 trainiert. Ich habe das Gefühl, dort kommt noch sehr viel Qualität unten rauf. Ja, gut, das ist jetzt gesehen mit unserer Analyse vom Nazi-Team, von dieser EM, die leider viel zu früh zu Ende geht für uns. Alia, herzlichen Dank für deine Überstunden. Wir Bitte gern geschehen. werden euch natürlich über Frauenfußball auf dem Laufenden halten. Und die Nazi A geht in einem Monat los, wenn mich nicht täuschen, oder? Der FC Zürich geht in der Zwischenzeit noch auf Slowenien und macht dort seine Champions League Qualifikation. Sieht nicht schlecht aus in dieser Gruppe. Ich denke, man kann wieder mit Schweizer Champions League Fußball rechnen. Die Nazi A hat einen neuen Modus. Wir werden das alles auch in späteren Momenten mit euch besprechen. An dieser Stelle danken wir euch, auch dass ihr tatkräftig zugeschaut habt und geliked habt während der EM und hoffen, ihr bleibt uns erhalten als Fans und auch der Schweizer Nazi. Und das nächste Mal sehen wir uns alle im Stadion. Tschüss zusammen. Tschüss miteinander.